frei. Boah. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Anita. Können wir ihr die Karte zeigen? Nein. Das bringt nichts. Das bringt nichts, ihr die Karte zu zeigen. Wow, was ist denn hier gerade los? Anzünden. Okay, hier draußen geht es auch nicht. Gut. Ja, komm. Geh hier hin. Kofferriege. Wie bekommen wir die auf? Na. Ich kann nichts sehen. Ich konnte die nahegelegene Lampe nicht anzünden. Welche nahegelegene Lampe? Was für eine nahegelegene Lampe? Ach, Göttchen. Ich hoffe, der Alkohol brennt gut genug. Ach klar. Hier ist eine Karte. Aber sie muss sehr alt sein. Man kann kaum noch Details erkennen. Diese Karte sieht aus, als sei sie seit Jahrzehnten schon hier. Ich kann sie mit meinen Fingern nicht öffnen. Razzo die öffnen. Razzo? Ja, Captain? Haben Sie eine Idee, wo wir anfangen sollten? Es ist mitten in der Nacht. Wir haben nicht viele Möglichkeiten. Wenn Sie mich fragen, sollten wir bis morgen früh warten. Erzählen Sie mir, was Sie gemacht haben, bevor Sie zu uns kamen, Razzo. Da gibt's nicht viel zu sagen, Fräulein. Ich arbeite auf Frachtern, seit ich klein bin. Das ist alles, was ich kann. Ich kann ganz gut tackeln, weil ich recht klein bin. Was heißt ein Tackeln? Ist das Ihr erstes Piratenschiff? Aye, Captain. Und ich bin kein Halsabschneider. Ich mag den Razzo. Ich finde den unheimlich sympathisch. Muss ich sagen. Die Windsor Maid hat bereits angelegt. Wo willst du hin? An Bord gehen. Wir haben immer noch Alkohol. Wofür brauchen wir Alkohol? Um die Schuhe zu betäuben. Hochentzündbare Flüssigkeit, aber die kann man hier auch nicht brauchen, ne? Nein. Dann machen wir Folgendes. Wir gehen jetzt mal wieder raus. Wo willst du hin? Crypt-Island. Möchten wir gerne hin. Und dann würde ich sagen, kann man die Lampe mitnehmen? Die Lampe ist zu heiß, um sie sofort anzufassen. Und dann würde ich sagen, machen wir mal eine klitzekleine Aufnahmepause hier.
Ja. Und würde dann sagen, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Mac Captain Morgan. Und ich würde mich hoffen, wenn ihr auch wieder dabei seid. Ja, und bis dahin sag ich tschüss. Hallöchen zusammen, da sind wir auch schon wieder zu meinem Let's Play Captain Morgan. Ja, wo waren wir beim letzten Mal stehen geblieben? Wir hatten ja einen Jackpot mitgemacht, stimmt. Streichholz, ja. Okay. Mit dem Razzo hatten wir gesprochen, mit der hier auch. Was sagt denn sie dazu, wenn sie da an die denkt? Oh, was für eine dumm aussehende Blondine. Ich weiß nicht warum, aber ich habe eine totale Abneigung gegenüber Leuten mit mehr Schönheit als Grips. Sogar Carlo fällt nicht in diese Kategorie. Okay, wie ich sagte, die da ist dumm wie Bohnenstroh. Zeichen zum Gasthof. Müssen wir vielleicht erst einmal mit unserem Vater reden. Weil er sagt ja immer, nee. Es ist zu Wo willst du hin? Irgendwo hinzugehen. Und gehen wir mal an Bord und sprechen mal mit dem Vater. Vielleicht kann er uns ja ein bisschen weiterhelfen. Mal schauen, was er für uns hat. Papa? Ja, Morgan? Haben wir nur die erste Option, stellvertretender Captain. Danke, dass du mir diese Chance gibst. Solange du erkennst, dass es eine ernste Angelegenheit ist. Ja, Papa. Ich weiß, dass das Meer ein gefährlicher Ort ist. Dann löse diese Aufgabe, als wärest du der Captain der Winsome Maid. Ich mische mich nur ein, wenn das Schiff oder die Crew in Gefahr sind. Du kannst jederzeit einen Rat bei mir holen. Aber je seltener du fragst, desto höher schätze ich deine Führerschaft. Gut, da konnten wir jetzt nichts weiterholen. Und bei Thomas Briscoe, da konnte man gar nicht nachfragen, ne? Ich habe keinen Grund, Briscoes Kajüte zu betreten. Das könnte zu peinlichen Auslegungen führen. Gut, dann gehen wir doch noch mal raus. Wo willst du hin? Tja, mit ihm reden bringt, glaube ich, weiter nichts. Razzo? Ja, Captain? Stellvertretender Captain? Sie wissen also, dass ich nur der stellvertretende Captain bin? Natürlich, aber keine Sorge. Die Benimmregeln werden eingehalten. Tja, das hatten wir ja schon gehabt. Mit Blödchen weiß ich nicht, was wir fragen sollen. Hallo, Sonja. Ja? Hm? Ja. Ja, wir waren vor vielen Jahren mal befreundet. Gut. Einige Leute möchten von mir profitieren, wissen Sie? Friedhof. Wissen Sie, wo ich den Friedhof der Ehemaligen finde? Nein, Friedhöfe sind mir nicht geheuer. Denken Sie nicht auch, Sie könnten einen besseren Platz finden, um Tote zu beerdigen? Wo will man die sonst beerdigen, du dumme Nuss? Hier geht es nicht weiter. Okay, dann gehen wir nochmal in das Gasthof hinein. Sie möchte ja von uns eine Karte haben, die wir aber nicht besitzen. Der ist mir hier nicht ganz so geheuer.
sprechen wir nochmal mit ihr. Anita? Ja, Morgan? Schickpottmaschine. Was ist das für eine Maschine, um Himmels Willen? Irgendein verrückter Erfinder dachte, es wäre eine gute Art und Weise, Geld zu machen. Also ich glaube nicht, dass das funktioniert. Doch, tut es. Geld machen tun sie damit alle. Die lokale Währung und ihn damit bestechen können wir auch nicht, ne? Nee. Ich weiß nicht, ob wir alle Münzen hierfür verschwenden sollen. Oh, die wird auch gar nicht mehr angezeigt. Wie seltsam. Der Maler hat eine echte Haarnadel im Bild benutzt. Was dafür, um die nehmen zu können? Ich kann die Haarnadel nicht entfernen. Sie wird von der Farbe festgehalten. Haben wir irgendwas, womit wir... Ja, ich glaube, das wäre ja nicht schlecht, wenn wir dadurch die Haarnadel bekommen. Es hat funktioniert. Die Haarnadel hat sich gelöst. Super. Jetzt müssen wir mal schauen, wofür wir die benutzen können, die Haarnadel. Ich kann mir nicht vorstellen, was Alkohol mit mir machen würde, wenn ich ihn trinken würde. Ja, ich glaube, du wirst besoffen. Das ist schon viel besser. So. Aber sie sieht aus wie meine Großmutter. Aber solider Metallstab. Tja, wofür könnten wir das gebrauchen? Ein dünner, aber solider Metallstab. Reden wir nochmal mit dem Fremden. Vielleicht gibt er uns doch noch ein paar Informationen. Entschuldigung? Ja? Tja, da haben wir schon alles abgefrühstückt, ne? Wir können aber gerade über den Friedhof erzählen, aber ich glaube, der sagt, der geht hier nicht raus, ne? Oder irgendwie sowas. Wissen Sie, wo ich den Friedhof der Ehemaligen finde? Ich verlasse die Stadt so gut wie nie. Ich habe keine Ahnung, wo er sein kann. Jetzt haben wir eine Haarnadel. Was kann man damit nur machen? Lass mich raten. Ist es der Künstlereingang oder der Notausgang? Vielleicht beides. Wer weiß. Hier oben können wir... nichts mehr machen. Dann gehen wir nochmal raus. Vielleicht müssen wir ja auch die Anstecknadel dem Dumpchen hier vorne geben. Schauen wir mal. Okay, die können wir ihr nicht geben. Vielleicht kriegen wir ja hier die Kiste damit auf, damit wir an den Stadtplan drankommen. Warte! Ist das nicht stehlen? Nennen Sie es eher befreiende Karte aus Ihrer Gefangenschaft. Ich muss mich an das Verhalten von Piraten erst noch gewöhnen. Davon abgesehen ist die Karte veraltet. Es wird Zeit, eine neue zu zeichnen.